Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Funk-Fenster-Kontaktstecker für seine Dunstabzugshaube richtig montieren kann, damit man mit seinem Kaminofen auch keine Probleme bekommt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn in einem offenen Wohnbereich gleichzeitig die Dunstabzugshaube und auch unser Kaminofen an ist, dann kann es im schlimmsten Fall einfach sein, dass die Dunstabzugshaube einen Unterdruck erzeugt und dieser Unterdruck saugt dann anschließend auch Rauch in den Wohnbereich rein. Dieses Problem hatte ich übrigens auch schon mal. Danach ist das ganze Wohnzimmer komplett unter weißem Rauch gestanden. Und damit wir das nicht mehr haben, gibt es solche speziellen Kontaktschalter hier, die einfach dafür sorgen, dass die Abzugshaube auch wirklich nur angeschaltet werden kann, wenn ein entsprechendes Fenster gekippt ist. Und somit können wir auch keine Probleme mehr mit dem Kaminofen haben. Zuerst mal müssen wir die oberen zwei Verblendungen von unserer Dunstabzugshaube irgendwie entfernen. In meinem Fall sind jetzt zwei Halterungen an der Wand dran und hier vorne habe ich noch zwei solche kleine Nasen, die einfach nach unten zeigen und somit musste ich meine Verblendung etwas nach oben anheben und konnte sie dann auch schon sauber herunternehmen. Wenn die Steckdose unserer Dunstabzugshaube also freigelegt ist, können wir auch mal den Stecker dementsprechend rausziehen und danach gebe ich mal meinen Empfänger, welcher ebenfalls wie eine Steckdose aufgebaut ist, einfach in diese hinein und kann danach auch meine Dunstabzugshaube schon wieder daran anschließen. Im nächsten Schritt nehme ich mal das große Bauteil von meinem Fensterkontakt und da kann ich auf der Rückseite nämlich auch schon einen Deckel öffnen und darunter befindet sich unser Batteriefach, wo ich natürlich auch eine entsprechende Batterie mal noch richtig rum einsetzen muss. Danach das Fensterkontaktfach bzw. Batteriefach einfach wieder schließen. Als nächstes würde ich meine beiden Bauteile vom Fensterkontakt schon mal richtig rum hinlegen. Also ich habe das Ganze jetzt schon auf die Rückseite gewendet, denn da muss nun auch unsere Befestigung noch dran gemacht werden. Dieses Klebeteil funktioniert einfach wie ein doppelseitiges Klebeband, weswegen ich auch zuerst mal die erste Schicht ganz einfach abziehen kann. Bei meinem kleinen Kontakt habe ich die Klebestelle jetzt doch von unten drauf gesetzt und anschließend wird jetzt nämlich das große Bauteil am Fensterrahmen hier drauf gegeben und das kleine Bauteil von oben auf mein Fenster. Der Sinn, warum ich das Ganze hier rechts übrigens mache, wo auch mein Fenstergriff ist, ist der, dass ich anschließend das Fenster natürlich kippen kann und dass mein Kontakt aber auch sofort schaltet, wenn ich das Fenster ganz normal aufmache. Jetzt aber erst einmal noch die entsprechende Stelle, am besten mit einem normalen Küchentuch, Staub und vor allem auch fettfrei machen. Danach die zweite Trägerfolie mal abnehmen und dann können wir nämlich unser kleines Stückchen hier auch schon von oben an die entsprechende Stelle sauber draufsetzen. Danach noch mit etwas Druck drauf, dass natürlich es auch besser hält. Beim zweiten Kontakt muss ich natürlich ebenfalls wieder meine Trägerfolie abziehen und jetzt schaue ich einfach darauf, dass auch ein kleiner Spalt hier vorhanden ist. Natürlich sollte das Ganze auch schön ausgerichtet sein. Ich würde sagen, bei mir schaut es so auf jeden Fall super aus. Drücke es noch etwas gegen den Rahmen und der Fensterkontakt ist auch schon richtig dran. Laut Hersteller müssen wir jetzt noch eine Verbindung zwischen unserem Empfänger und dem Fensterkontakt herstellen. Hierfür normalerweise auf den kleinen Knopf hier unten noch circa 5 Sekunden draufdrücken, loslassen und dann ist die Verbindung auch schon hergestellt. Bei mir hat sich das Ganze aber automatisch verbunden, als ich meinen Empfänger in die Steckdose gegeben habe, weswegen ich das jetzt natürlich einfach auslasse. Bevor wir unsere Verblendung oben drüber wieder drauf geben, würde ich auf jeden Fall die Dunstabzugshaube noch auf Funktion überprüfen. Mein Fenster ist gerade geschlossen, normalerweise sollte es durch Touch jetzt sofort angehen, bei mir tut sich aber nichts. Und sobald ich mein Fenster jetzt kippe, kann ich oben bei dem Kontaktschalter ein leichtes Klicken hören und es leuchtet auch blau auf. Und unsere Dunstabzugshaube funktioniert wieder einwandfrei, weswegen wir jetzt auch schon unsere Verblendung hier oben drüber wieder drauf geben können. Aber ich würde auch auf jeden Fall noch den Schornsteinfeger Bescheid geben, dass er natürlich das ganze System hier fachgerecht abnehmen kann. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so einen Fensterkontaktschalter zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.